Wie schöne Worte finden Sie denn für die diesjährigen Spitzenkandidaten im Wahlkampf? Wie schätzen Sie Ihre Positionen ein? Wer ist für Sie der absolute Favorit oder liegt er ohnehin auf der Hand? Michael Ludwig ist nicht nur absoluter Favorit, sondern hat überraschend gut in seiner ruhigen Art diesen Wahlkampf beherrscht. Er hat ein starkes Team, hatte keine Angst vor einem Peter Hacker oder einem Peter Hanke. Und das hat ihn wirklich ausgezeichnet. Das sind Leute, die er vorschicken kann, die für ihn den Wahlkampf gemacht haben. Also Michael Ludwig ist eindeutig ein guter Wahlkämpfer, in dem er gar nicht so auffällig war. Anders als manche andere Journalistinnen schätze ich den Gernot Blümel gar nicht so schlecht ein. Er hat Fehler gemacht, aber durch seine Präsenz als Finanzminister in der Bundesregierung, die auch schwierig ist, weil er da natürlich eine andere Koalition hat, aber durch diese Präsenz hat er natürlich auch Präsenz in Wien. Man würde ihn vielleicht nicht so sehr kennen, wenn er nicht in der Bundesregierung wäre. Was ist mir sonst aufgefallen? Der Spitzenkandidat der Neos, Christoph Wiederkehr, mit 29, Hut ab, der hat sich richtig gut gehalten. Und die Tatsache, dass sowohl FPÖ wie auch Heinz-Christian Strache nach dem ganzen Wahnsinn, der sich da abgespielt hat, nicht nur gute Chancen haben, also vor allem Strache ins Stadtparlament zu kommen, das wundert mich sehr. Ich will nicht sagen, was das über die Wählerinnen und Wähler oder einen Teil aussagt. Naja. Und Birgit Hebein, dafür, dass sie gerade noch Sozialarbeiterin war, also auch sehr stark, hat sehr schnell Fahrt aufgenommen und hat sich gut gehalten. Also unterm Strich ziemlich viele gute Kandidaten und Kandidatinnen und ein Wahlkampf, der gerade, weil er so von digital und vom Schatten des Coronavirus beherrscht war, ein Wahlkampf, der für mich als Journalist sehr spannend war. Ganz besonders spannend war auch der absolute Underdog in diesem Wahlkampf, Marco Pogo. Viele haben gelacht, aber einigen wird heute möglicherweise das Lachen vergehen, denn so wie es derzeit ausschauen könnte anhand der letzten Umfragen, sieht so aus, als würde der Marco Pogo doch ein bisschen an Wind machen. Was halten Sie von ihm? Brauchen wir so eine Scherzpartei, die die anderen ein bisschen aufrüttelt und sagt, Vorsicht, auch wenn wir Spaß machen, so ganz spaßig ist es dann doch nicht, wenn Stimmen an Parteien verloren gehen, die sagen, make Austria dicht again. Wenn es nicht so weit geht wie in Italien, wo Spaßparteien dann die beherrschende Kraft werden, dann ist es nicht nur wurscht, sondern es sagt eigentlich was anderes. Das sind Menschen, die normalerweise nicht wählen würden, aber indem sie ihr Wahlrecht dann doch wahrnehmen, gehen sie hin und wählen eine Spaßpartei. Solange sich das im 1 oder 2%-Bereich bewegt, finde ich das völlig okay und schadet der Demokratie nicht. Es ist eine bessere Form, an einer Wahl zu partizipieren, als wenn man eben nicht hingeht. Man geht hin und sagt das. Sagt mir alles nichts, durchaus in Ordnung. Herr Rainer, werden wir heute ein Endergebnis bekommen oder werden wir da doch noch 1-2 Tage warten müssen, denn die Briefwahlbeteiligung ist ja doch so hoch wie nie? Wir werden heute auf keinen Fall ein Endergebnis bekommen und es kann natürlich sein, oder es ist sogar relativ wahrscheinlich, dass nicht ganz sicher ist, ob zum Beispiel Heinz-Christian Strache reinkommt oder nicht reinkommen wird, ob es um Platz 2 heute oder morgen noch ein Gerangel geben wird mit den Briefwahlstimmen oder nicht, mag ich es nicht so sagen, zumal ich meistens kurz vor dem Ende der Wahl ziemlich falsch liege und ich heute nicht traue, mich zu weit rauszuhängen. Eine letzte Frage darf ich noch stellen. Sie haben es angesprochen in Richtung FPÖ. Dominik Knepp muss heute durchaus zittern, wenn sein Ergebnis nicht zweistellig wird. Wäre das ein wirklich herber Verlust? Das wäre fast schon ein Gesichtsverlust. Was könnte das für ihn bedeuten, wenn sein Ergebnis heute nicht zweistellig wird? Würde man da möglicherweise über einen Rücktritt von Dominik Knepp spekulieren anfangen? Naja, es gibt nicht wirklich Kandidaten für statt Dominik Knepp jetzt die Partei übernehmen könnten. Ich glaube, haglicher, wie man so schön sagt, wäre, wenn Heinz-Christian Strache hart an die FPÖ rankommt, was ja nicht ausgeschlossen ist. Da bewegen sich 2-3 Prozentpunkte und das würde für einigen Wirbel nicht nur in der Wiener FPÖ sorgen, sondern in der FPÖ insgesamt.